Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, mein gleich. Heute mal Gilde 2 angesagt. Wir machen jetzt mal, also erstmal, der Rumble hat diesmal ein bisschen früher angefangen. Also die Zeiten sind auch verschoben. Heute fing der um 16 Uhr an. Normalerweise fängt er immer um 20 Uhr an. Ja, also jetzt ab 16 Uhr immer 12 im 12-Stunden-Takt. Dann ist die Zeit, also eigentlich hat er nicht um 16 Uhr angefangen, sondern um 17 Uhr. Normalerweise ist immer eine halbe Stunde Pause zwischendrin, wenn ein Rumble vorbei ist, ein Match. Dauert es immer eine halbe Stunde, bis das nächste Match gefunden wird. Das ist jetzt, das haben die jetzt verlängert auf eine Stunde. Das heißt also, man hat jetzt immer eine Stunde Pause zwischendrin. Gut, wir fangen jetzt am besten einfach mal an mit einem Pack-Opening und dann gehen wir mal in den Rumble rein. Gucken wir mal, was kommt. Also. Gibt zwei Boxen, die Whiskey Nightmare Box. Hier haben wir einen Whiskey Bartender, Braubier, Thunder Cocktails, Wodka Bier, Philip J. Fry und Klaus Heißler. Und dann haben wir hier noch die Robot Tripping Box und jo, aktuell bin ich mir jetzt gerade, ich muss jetzt erstmal schauen. Natürlich sind die neuen Drunk-Karten auch wieder sehr interessant. Auf der anderen Seite muss ich die dann auch wieder erforschen. Von den alten Karten müsste ich noch was haben. Schauen wir mal. Und ich jetzt hier einfach mal filtere nach Drunk-Karten. Ja, betrunken auf dem Rasenmäher habe ich sogar eine schon. Ja. Und Kleins Bier, Malteser Likör. Das heißt also, für mich muss diese zweite Box eigentlich in Frage kommen. Wenn ich noch einen Betrunken auf dem Rasenmäher bekäme, wäre es natürlich mega nice. Jo, dann machen wir das doch mal. Öffne mal Betrunken auf dem Rasenmäher. Die Box. Kann ich nicht lesen. So. Ja, die Robo-Tripping-Box. Also gehen wir auf Sonderangebot und dann drücken wir da mal drauf und gucken mal, was bei rauskommt. Drückt mir die Daumen. Ich brauche ein bisschen Glück jetzt hier. So, zack. Oh, das sieht gut aus. Das sieht nach wenigstens einer. Oh, Absinth und Hank Hill. Nice. Das sind schon mal zwei Leggies. Zwei Leggies ist da. So. Mega geil. Und jetzt mache ich Golden Turds auf. Golden Turds, jetzt schauen wir mal. Auch hier gab es ja jetzt wieder, gibt es ja wieder neue, relativ neue Karten. Okay, haben wir auch nochmal betrunken auf dem Rasenmäher. Noch Rosé Servo, Party im Biertank. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja was Anständiges bei rum. Also, wir kaufen jetzt mal 7 Golden Turds. Golden Turd Packs. Nummer 1, Church Wine Truck. So, Nummer 2. Weinschuh. Nummer 3. Jetzt auf geht's. Auf. Oh, Limo-Bar-Trinker. Nummer 4. Bitte. Was Anständiges. Komm, auf. Nummer 4. Jawohl! Betrunken im Clam. Drunk in a Clam. So. Nummer 5. Die besten Sumpfpartys. Nummer 6. Jawohl! Ey, den Absinth habe ich eben gerade erst bekommen. Nummer 7. Jawohl! So, jetzt, wie viele Karten habe ich jetzt schon? Das war jetzt. Ah, einiges. Also, jetzt gehen wir auf die Herausforderungen, gehen hier oben in den Shop rein und da können wir auch super phänomenale Packs öffnen. Auch hier wiederum. Das sind relativ neue Karten. Schauen wir mal. Drückt mir mal die Daumen, dass hier was Anständiges bei rauskommt. Wäre ja mal nicht schlecht. Ist da. So, Restaurant. Paintball mit Waffen. Money Goat. Es geht weiter. Boys. Steve. Josh. Und beide. Holophonhits. Fry. Und ein Bobby! Ja, Mann! Jetzt ist gerade Leggy Day. Mega geil! Lois,
Kostüm, goldenes Stück Scheiße. Geld, Baseball, Francine. Was haben wir noch? Mord, Schule, Truthahntanz. Und Geld, Propane, Brian's Martini, phänomenale Splitter. Und Bierwasser. Und. Was kommt jetzt? Yeah, man, yeah, man, yeah, man. Erotic Friend Fiction. Naja, das ist jetzt nicht gerade der Brüller, aber was soll's. Also, weiter geht's. MacBurger Town, Bluegrass und ein Zed Clown noch. Ja, wie viele Leggies kommen denn heute zustande? Müsste ich gleich noch den ersten Account noch hinterher schieben, ey. Das ist mega geil. Nein! Das Spiel stürzt ab. Ja, das war jetzt natürlich mega ärgerlich, dass das Spiel abgestürzt ist. Ist jetzt ein klein wenig frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, was willst du machen? Ist echt doof. Gut, jetzt warten wir mal die paar Sekunden, bis das Ding hier geladen ist und dann hoffe ich, dass es nicht gleich schon wieder abstürzt. Das macht Throwdown manchmal ganz gerne. Warum auch immer. So, also, mitten im Pack Opening stürzt das Spiel ab. Wie schön. Gucken wir mal. Legendary Pack. So, habe ich denn überhaupt noch was? Ja, ich habe noch drei Stück. Also, die drei Stück machen wir noch schnell auf. Dann habe ich noch ein paar Belohnungen. Dann habe ich noch Legendary Cards. So, also. Und ein Mord. Ein Stan. Weiter geht's. Und. Musik. Speisekammerwaffen. Lobroy. Und jetzt noch einer. Komm, auf. Letzter. Letzter ist da. Dr. Zoidberg. Speisekammerwaffen. Und Bob's Burgers. So, jetzt gehen wir mal hier unten rein, holen wir uns noch die letzten Belohnungen ab. Schauen wir mal. Claim Rewards, was kann ich noch holen? Was kann ich noch holen? Da sind wir fertig. Claim Rewards. Ich habe jetzt die Rewards noch nicht abgeholt, dass ich nicht über die 30.000 bei den Super Epic Packs komme. Ich wollte da jetzt nichts riskieren, um dann auch irgendwas zu verlieren. Da habe ich keinen Bock drauf. So, dafür hat man zu viel Zeit investiert, um dann hinterher was zu verschenken. Das macht ja keinen Sinn. Also ein paar Belohnungen abholen und dann weiter gucken, ob irgendwas zustande kommt. Auf jeden Fall. Ah, hier kriegt man nochmal ein Golden Third Pack zustande. Das kann ich auch gleich wieder aufmachen. So, gucken wir mal. Ah, erstmal mache ich jetzt nur die Rewards hier fertig. Sau geil, ey. Das hat sich heute richtig gelohnt hier. Das hat sich heute mal richtig gelohnt. Das ist mega fett, das Ganze. Mega fett. So. Gut. Und den da noch. Schauen, ob das dann noch reicht für ein Super Big Pack. Ist gar nicht so genau aufgepasst, was ich jetzt. Also auf jeden Fall sehe ich hier, oben habe ich jetzt noch ein Golden Third Pack. Schauen wir mal. Komm, jetzt noch eine Leggy, das wäre der Mega-Burner. Ja! Ist das brutal? Ist unten noch ein phänomenales Paket und jetzt geben noch die Mythics. Jetzt geben noch eine Mythic. Pass auf hier. Und? Nein, natürlich keine Mythic. Aber das hat sich schon mal mega gelohnt. Jetzt gucken wir mal hier unten noch rein. Wie viele haben wir denn da noch? Wow, geil. Noch drei Leggies kommen. Wie viele sind das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie viele habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Ich weiß es gar nicht, wie viele Leggies jetzt in diesem einen Pack-Opening rausgekommen sind. Noch ein Miguel. Ein Miguel. Ein Miguel. Und jetzt noch eine Skimaske. Und was kommt jetzt noch? Ein. Nochmal Welcome Mojitos. Ey, wenn das mal nicht geil war, Leute.
War das ein geiles Pack-Opening? Brutal, oder? Mega brutal, würde ich sagen. So, jetzt machen wir mal da oben den da rein und den da rein. Erstmal die beiden. Heieieieiei. Jetzt muss ich erstmal schauen, den Absinth. Habe ich den Absinth überhaupt erforscht? Ich bin mir jetzt gar nicht so wirklich sicher. Ich glaube, der Absinth, nein, der Absinth muss noch erforscht werden. Ich hab, ach, hier habe ich ihn ja noch gar nicht gehabt vorher. Ich habe hier noch gar keinen Absinth gehabt, habe ich ihn noch mit dem anderen Account. Okay. Es ist ja unfassbar, unfassbar, was hier passiert jetzt gerade. Schauen wir mal. Also, wir haben jetzt neue Legis. Wir hatten zweimal Absinth bekommen. Betrunken auf dem Rasenmäher habe ich hier gar nicht. Ja, gut, okay, weil die alleine nicht ganz so stark ist. Betrunken im Clam, das ist natürlich was anderes. Die sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, wenn man die einfach mal hier so reinballert. Ich muss mal wieder schauen, was ich rauswerfe dafür. So, beim Bobby, den muss ich noch erforschen. Also bin ich momentan dabei, den zu erforschen. Buch der Zaubersprüche. Ja, ihr merkt, ich komme vor lauter komme ich hier. Ah, den kann ich quadfusen. Komme ich gar nicht mehr wirklich nach. Also es ist. Ich habe so viele Lechis, die ich aktuell ziehe. Und dann willst du die erforschen und warum habe ich eigentlich den da unten auch nicht drin? Heieieiei. Ich muss jetzt echt mal schauen. Also jetzt quadfusen wir erstmal hier den Hank. Und dann ballern wir da unten noch den Highschool-Bill mit rein. Da müsst ihr auch. So, also. Highschool-Bill ist. Ne, er ist gebildet. Ist gebildet, deswegen habe ich ihn nicht mit reingenommen. Aktuell. So, Miguel, dann haben wir hier. Ja, es ist wirklich. Der Sad Clown, der kann jetzt auch gefused werden. Also das Pack-Opening, das war jetzt mal echt. Das war echt brutal. Viking Peter, da habe ich den Viking Peter drin. Die Welcome Mojitos ist natürlich auch nice, ne? Ich auch gleich fusen dann, aber ich muss sie natürlich erstmal erforschen. Ohne erforschen macht das Ganze überhaupt keinen Sinn, irgendeine Karte reinzunehmen. Hammer, Hammer, Hammer. Also das war jetzt echt ein krasses Pack-Opening. Lass mal schauen, wir unter Umständen hier rausnehmen könnten. Ja gut, also jetzt schon einmal das da. Da ist eigentlich der Highschool-Bill besser. Oktober, Mr. Business, Linda Belcher. Einmal den kann ich mit rausnehmen. Mal, dass wir mal ein bisschen hier auf ein erträgliches Maß runterkommen. Bending School macht aber auch Sinn. Eigentlich die anderen Karten. Ich kann mich aktuell schwer von irgendetwas daraus trennen. Das ist wirklich leider, muss ich so sagen. Okay. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal von diesem Pack-Opening. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach mal ein Like da, schreibt mal was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation zu Lodern. Mit mir dann gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.